Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zurück hier beim Forst- und Industriegigant-Projekt auf der Altkirch im Elsass. Ja, wir hatten ja das letzte Mal hier die leichten Probleme zum Ende gehabt mit dem Trinkwasserverkauf. Den habe ich jetzt, ich hoffe, dass es funktioniert. Wir gucken auch mal. Der sollte jetzt eigentlich automatisch das Zeug verkaufen können. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir sonst noch gewesen sind. Ich habe bei der Mehlfabrik, genau, der hier bringt einmal Weizen hier hin und danach sollte er noch eine Runde Dinkel fahren, weil ich sehe hier, der ist dunkel. Wieso ist hier dunkel? Waren wir hier komplett leer gelaufen etwa? Ja, Weizen wird aufgeladen, Dinkel ist leer. Ja gut, das muss also auf jeden Fall gemacht werden. Wir schauen mal hier. Hallo. Na, wo können wir denn reinsprechen? Hier. Genau, hier müssen auf jeden Fall mal die ganzen Baumstümpfe gemacht werden. Und wir gucken mal, der Eierhof oder die Eierhöfe laufen. Die Fischzucht läuft. Ach genau, die Fischzucht. Da wollten wir Fischfutter hinbringen. Das machen wir, sobald das mit dem Dinkel erledigt ist. Die Papierfabrik braucht Stroh und Holz. Das heißt, wir werden dann jetzt wohl erstmal gucken, wo ja, der hier, dass wir mal ein bisschen die Hackschnitzel, die da rumliegen im Wald, ein bisschen zusammen schaufeln erstmal. Dann werden wir die Baumstümpfe entfernen, selbstverständlich. Das muss auch gemacht werden. Dann eventuell gleich noch ein bisschen Holz machen für das Papierwerk. Stroh müssen wir, genau, Stroh wollten wir das. Ich bin gerade überlegen, wollten wir Stroh da hochfahren auch als Ballen? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, es ist so viel zu tun, dass man da irgendwie nicht mehr durchblickt. So, ich würde sagen, wir machen irgendwo hier mal ein Häufchen. Hört sich jetzt auch wieder verboten an. Wichtig ist ja, dass wir die Hackschnitzel, die hier drüben so rumliegen, einmal wegbekommen. So. Zumindest so grob einfach mal. Dass wir dann eben die Baumstümpfe da wegmachen können. Ich glaube, das sieht schon mal gut aus. So, dann einmal das noch abladen hier. Dann kommt die Stubbenfräse dran und los geht's. So, ich sehe, der Unimog hat Trinkwasser geladen. Das ist also schon mal das, was er machen sollte. Dann hoffen wir mal, dass das auch mit dem Verkaufen dann funktioniert. Gut, wir wissen, es kommt nicht viel Kohle bei rum, aber Hauptsache, es kommt überhaupt was. So. Dann machen wir hier mal schön alles weg, damit wir hier ein leichteres Arbeiten haben.
komm. Du musst auch weg hier. Ja, die stehen mir zu nah bei den anderen Bäumen. Die lassen wir mal. Ich muss da mal gucken, wo unser Palettenanhänger eigentlich steht. Wo habe ich den gelassen? Ups. 453 Euro. Das ist Wasser. Trinkwasser. So, das war das erste Mal. So, jetzt müssen wir mal gucken, ist der... Ah, hier. Warum habe ich den hierher gefahren? Ah, genau, weil da Bretterpaletten stehen. Ups, halt, einsteigen. Da war doch was. Wir sind ja immer noch am neuen Tag sozusagen und müssen erstmal die ganzen Sachen abarbeiten, die da bis jetzt gewesen sind. So, wir können aber mal gucken, ob wir im Sägewerk noch mehr haben. Bretterpaletten, guck mal, haben wir noch einer zusätzlich? Perfekt. So, jetzt stecken wir wieder fest. Okay, dann helfen wir da mal schnell. So, hier noch zwei. Na, hallo. Gut, danke schön. Das heißt, du musst Palettenwerk. Ja, guck mal, der Waldra hat schon den Dinkel geladen. Das ist sehr gut. Aber das heißt, wir haben, wir brauchen Stroh. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch. Ja gut, es steht gerade da ein anderer im Trigger. Ach, jetzt geht das wieder los, dass wir den Markt nicht aufrufen können. Da können wir auch nirgends hinspringen, also brauchen wir so einmal dahin. So, jetzt, wir haben nur noch Mais hier drin, das heißt, wir brauchen Stroh. Aber Stroh gibt es nicht im Moment. Das ist jetzt wieder richtig schlecht. Tja. Wir können einmal synchronisieren. Nee, gibt es definitiv nicht. Das ist jetzt wieder tja, ein etwas größeres Problem für uns. Das heißt, wir können die Papierfabrik aktuell nicht weiter betreiben. Tja. So, du bist hier unten. Das heißt, hier läuft erstmal wieder. Wir wollten dann, genau, wir wollten oder wir müssen Fischfutter fahren. Das heißt, wir müssen einmal zum Shop rüber. Wir müssen zum Shop fahren und da ein bisschen... das Fischfutter holen. Das liegt ja da auch schon seit Ewigkeiten in Säcken auf dem Boden rum. Ja, dann machen wir das doch jetzt noch schnell. So, die Karte brauchen wir eigentlich nicht. So.
Das heißt, den können wir schon mal umstellen. Du fährst mir dann Fischzuchtfutter. Du kannst eigentlich direkt dann auch ausladen. Dann machen wir das nämlich noch. Ja, ich schätze mal, dass der mit den Bretterpaletten bald da unten ankommen sollte. Da wir ja kein Stroh haben, müssten wir dann mit oder können mit dem im Grunde danach den Kalk wegbringen. Weil ich glaube, dass da einiges im Wasserwerk auch an Kalk noch produziert worden ist. Und das muss halt auch weg in den Markt. Wir wollen ja investieren, wir wollen ja weiterkommen. Und da brauchen wir Geld. Viel, viel Geld. Aber das bekommen wir dann schon irgendwie irgendwo zusammengekratzt, denke ich mal. So, ich glaube, wir müssen hier einmal hoch. Tim, 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 tim. Ja, da haben wir den Shop. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, ging das, wenn wir daneben fahren? Ne, das heißt, wir müssen die oben reinschmeißen. Zum Glück sind die ja große die Dinger hier. Also die Säcke, die hatte ich ja mal vom Volumen her ein bisschen angepasst. So, jetzt scheint das Ding voll zu sein, aber dann schmeißen wir die zwei so lose noch da rein. Au, au, au. Achtung, du sollst da oben rein. So, guck mal. Dann haben unsere Fischchen wieder was zum Fressen. So, Kollege, du fährst mir jetzt da hoch. Hä? Kein Weg gefunden? Wieso nicht? Fischzuchtwasser? Oh, habe ich da noch keine Verbindung gemacht? Gut, dann fährt er erstmal so. Gut, das läuft auf jeden Fall. Wo ist unser Palettenkollege? Ja, der ist, guck mal. Als wenn man es gesagt hätte, können wir da gleich die Bretterpaletten einmal ausladen. Nehmen wir Leerpaletten mit. Ich würde ein paar Mal zur Mehlfabrik bringen wollen. Ja, ein paar zur Mehlfabrik, damit wir da wieder ein bisschen was reinbekommen. So, dann fahren wir gleich mal außen rum. Ja. Gucken wir mal, wie viele wir hier schon wieder rumstehen haben.
sind noch 40.000 drin. Also das ist schon wieder ein großer Batzen. Palettenproduktion, Palettenproduktion. Und weiter geht's. Wir haben noch mehr. So, du kannst dann schon mal zur Mehlfabrik Paletten fahren. Und wir schauen hier in der Zwischenzeit noch mal, dass wir hier die Paletten noch komplett hier rein wuchten, bis hier voll ist. Weil wir sind erst bei 54.000. Gucken wir mal. Na. So. 80.000 gehen ja rein. Ja gut, das lassen wir erstmal so. Der ist hier oben. Der braucht noch ein bisschen Wasserwerk. Ja, fahren Sie durch, Kollege. So, Flusswasser füllt sich wieder. Ja, Trinkwasser, ja, müssen wir auf jeden Fall uns ranhalten, dass wir das mal leer bekommen. 217.000 Kalk. Okay, das ist nicht gerade wenig. So, schaffen wir das noch heute? Ich glaube nicht. Der braucht noch ein bisschen, bis er da oben bei der Fischzucht ist. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt schon mal Feierabend. Am Donnerstag geht es weiter mit einem neuen Völkchen. Folge. Ja, Völkchen hört sich komisch an. Mit einer neuen Folge hier von der Altkirch im Elsass. Schaut gerne wieder vorbei. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Macht es gut, ihr Lieben. Und tschüss.